Hallo und willkommen zu unserem neuesten Jinjin-Jutsu-Video. Heute geht es darum, die Schönheit im Leben zu sehen. In der Einfachheit liegt die wahre Schönheit, hat Albert Einstein gesagt. Und beim Jinjin-Jutsu ist es so, dass die Venus, also der Planet Venus, der zweiten Tiefe zugeordnet ist. Und immer dann, wenn unsere zweite Tiefe in Harmonie ist, wir in der Lage sind, in allem das Schöne zu sehen. Und ja, wir leben in einer Zeit, von der ich denke, dass viele Menschen sich wirklich in einem starken Ungleichgewicht befinden bezüglich der Energien, die in uns fließen, bezüglich der Planetenenergien, die einen Einfluss auf uns haben, wie ich eben gerade gesagt habe. Auch die Venus ist im Jinjin-Jutsu unseren Energien zugeordnet. Denn im Moment ist es so, dass sich keiner wirklich so mag, wie er ist. Es wurde noch nie so viel Geld für Klamotten ausgegeben. Es wurde noch nie so ein extremer Körperkult betrieben. Es wurde noch nie so viel Geld ausgegeben für Inneneinrichtung. Ich lebe ja hier in den Bergen und manchmal komme ich in eine Almhütte und denke, boah, ist das hier schön. Und dabei gibt es dann nur einen gesetzten Ofen, eine Bank, einen Tisch und das war es eigentlich schon und trotzdem strahlt das für mich in seiner Einfachheit eine unglaubliche Schönheit aus. Eine Schönheit in der Schlichtheit, ja. Und wenn ihr eben ein Stück aus dem Konsum rauskommen möchtet, wenn ihr zu mehr Zufriedenheit mit eurer Schönheit finden wollt, denn jeder von uns ist schön, jeder von uns auf seine Weise. Der eine hat eine große Nase, der andere hat eine kleine Nase, der eine hat große Füße, der andere hat kleine Füße. Aber ihr kennt das doch, wenn man verliebt ist, derjenige kann einen Buckel haben und trotzdem findet man den einfach schön, weil man dann wirklich mit den Augen der Venus schaut. Und da können wir, wenn wir uns strömen, auch wieder hinkommen. Ja, wir können da hinkommen, uns zu verlieben, auch in uns selbst, aber einfach auch die Schönheit in allem zu sehen. Die Welt ist schön. Geht mal raus in die Natur. Jedes Blatt ist einfach einmalig. Jedes Eiskristall ist ein Kunstwerk. Und so sind auch wir. Ja, und das zu erkennen, da hilft uns eben die zweite Tiefe. Und die können wir strömen, indem wir uns die Waden halten. Wir legen einfach die Hände unter die Waden und machen jetzt zusammen 9 bewusste Atemzüge. Wir lächeln uns zu in all unserer Schönheit, lassen die Schultern fallen und vertrauen darauf, dass je öfter und je länger wir uns mit Jinjin-Jutsu beschäftigen und strömen, wir in der Lage sind, die Schönheit in uns und in allem zu sehen. Und dazu machen wir jetzt 9 bewusste Atemzüge. Ich sehe die Schönheit in der Einfachheit und finde darin Frieden und Freude. Einfache Momente sind oft die wertvollsten in meinem Leben. Ich reduziere Unordnung und Komplexität in meinem Geist, um Klarheit zu finden und die Schönheit in allem zu sehen. In der Einfachheit finde ich wahre Erfüllung und Zufriedenheit.
Ich genieße die kleinen Freuden des Lebens und erkenne ihren Wert. Ich sehe die Schönheit in der Einfachheit und finde darin Frieden und Freude. Einfache Momente sind oft die wertvollsten in meinem Leben. Ich reduziere Unordnung und Komplexität in meinem Geist, um Klarheit zu finden und die Schönheit in allem zu sehen. So, ich bin fertig. Wer noch nicht fertig ist, der möge in Ruhe zu Ende atmen. Es ist schön, dass ihr mit mir strömt. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Servus.